Warum stellen wir das hier vor? Anna hat es ja schon gesagt, wir haben das Ganze schon mal in Frankfurt vorgestellt, aber da sind die Aufzeichnungen verloren gegangen und deswegen stellen wir es hier nochmal vor. Und neben dem, dass wir einfach nochmal vorstellen, was wir damals hatten, zeigen wir euch auch noch, was wir verbessert haben und wie es heute aussieht. Genau, dann die Grundidee ist, wie gesagt, bei Jugendhackt Frankfurt aufgetaucht. Und wie so viele Jugendhack-Projekte war das Freitagabends, wahrscheinlich so gegen 9 oder so. Und wir waren dieser Politikgruppe und Camille, der ja auch Mentor ist, meinte dann irgendwann so, wäre es nicht eigentlich ganz cool, wenn wir irgendwas mit den Daten aus den Wahl-O-Maten machen könnten. Der Wahl-O-Mat ist so ein Tool von der Bundeszentrale für politische Bildung, wo man sozusagen sich selber Sachen beantworten muss und also so zu Thesen und dann matcht es ein zu einer Partei. Kennen wahrscheinlich aber auch die meisten. Und dann meinte er so, ja, lass uns auch da mal was machen und so. Und dann meinten wir so, ja, klingt gut, aber wir haben nicht Lust, das nur irgendwie so öde zu visualisieren, sondern wir wollen das irgendwie spielerisch verpacken. Und dann dachten wir so, okay, Spiel und Politik, so passt das überhaupt zusammen? Und dann haben wir aber diese Lösung gefunden. Und was wir uns dachten so, ist es denn überhaupt möglich, ist es denn überhaupt möglich, Parteien nur über ihre Aussagen aus, die sie der Bundeszentrale für politische Bildung gegeben haben, ist es überhaupt möglich, sie daran zu identifizieren? Und wir haben das Ganze in einem Spielformat verpackt und dachten, dass das irgendwie so ein etwas lockerer Weg sein kann, selber sein politisches Wissen zu hinterfragen. Also, jetzt fangen wir an mit dem Hauptkonzept Parteiduell. Wie man hier sieht, haben wir hier die Website Parteiduell, wie sie am Anfang war. Ganz oben haben wir unsere Überschrift, darunter haben wir die These und dann haben wir dazu den Spruch von der jeweiligen Partei, die unten jetzt stehen in so kleinen Button. Hier zum Beispiel, bei der ersten Frage zum Beispiel, wäre, warum auch nicht und überhaupt, was heißt hier eigentlich bereits? Fragt zu Recht nahe Gewerkschaft, Freie Deutsche Gewerkschaft, kurz FDJ. So, jetzt haben wir unten 4 Parteien zur Auswahl, AfD, SPD, die Piraten und die Partei. Und da muss man halt eine Partei auswählen, welche wohl die richtige sein könnte. Möchte einer von euch mal eine auswählen? Was könnte passen? Also zu der These, bereits nach 40 Jahren Beitrittswahn soll der Renteneintritt abschlagsfrei möglich sein. Und das dann jedoch ironisch sehr klingt, würde ich vielleicht sagen, die Partei. Hat sonst noch irgendjemand eine Idee? Ich sehe das genauso. Also. Dann nehmen wir die Partei. Und das ist richtig. Jetzt können wir hier unten auf den Button drücken. Nächste Frage. Und dann wird genau dasselbe nochmal gemacht. Die Daten kommen, wie gesagt, von Wahl-O-Maten. Die hatten wir dann verwendet. Der Dateityp war eine JSON-Datei. Und dazu waren auch noch die Daten sehr strukturiert. Die Daten kann man heute auf GitHub finden. Ja, kommen wir nun zum Backend des Ganzen. Das Ganze ist aufgeteilt in Backend und Frontend, also einmal der Server und die Webseite. Zuerst, warum haben wir eigentlich Dart als Programmiersprache verwendet fürs Backend? Das lag vor allem daran, dass wir ja in Frankfurt nur 3 Tage Zeit hatten und das ein Hackathon war und wir dadurch eben davon profitieren konnten, dass das Wissen zu der Sprache bereits vorlag und wir damit einfach schneller loslegen konnten. Auch wichtig ist, dass die Syntax relativ ähnlich zu C, Java und JavaScript ist. Die Sprache ist also nicht zu kompliziert zu verstehen, wenn man bereits etwas in diesen Bereichen da ist. Und auch sehr interessant, Dart ist tatsächlich eine sehr, sehr beliebte Programmiersprache in letzter Zeit, da sie die am schnellsten wachsende Programmiersprache 2019 auf GitHub war. Das liegt vor allem an Googles neuem Frontend-Framework Flutter, welches diese Sprache verwendet. Das Backend funktioniert eigentlich so in 2 großen Parts. Das Wichtige ist erstmal die Initialisierung. Dort werden alle Thesen der ganzen Wahlen, die es so gibt, eingelesen.
Diese werden dann schon genau von verschiedenen historischen Wahlen aggregiert. Da haben wir ja mehrere Datenquellen. Und als nächstes, und Quelle und Kontext sind dabei auch jeweils vermerkt, damit eben der Nutzer dann auch sehen kann, von welcher Wahl das jetzt ist und das besser einordnen kann. Das Interessante ist jetzt die Bereitstellung der Quizfragen. Wenn das Frontend, also die Website, einmal beim Server nachfragt, beim Backend, ich möchte gerne ein paar Quizfragen haben, dann werden zuerst von dieser großen Liste Thesen, die am Anfang vorbereitet wurden, ein paar zufällige ausgewählt. Standardmäßig sind das 10, damit die Ladezeiten verkürzt werden, wenn man dann weitere Quizfragen beantworten möchte. Als nächstes werden dann bei jeder These zufällige Parteien ausgewählt, die dann jeweils die einzelnen Optionen sind, die man hat. Von diesen zufälligen Parteien wird dann eine ausgewählt, die dann quasi die richtige Antwort ist. Und die Antwort dieser Partei ist dann eben diese Quizfrage, anhand man die Partei erkennen muss. Diese dynamisch erstellte Quizfrage, die wird nun mit der These, der Antwort der gesuchten Partei und den Optionen, welche Partei das Ganze tut, an das Frontend ausgeliefert und dort dann angezeigt. Genau, und zum Frontend, beziehungsweise zum Backend gehört dann ja auch noch das Frontend. Und ich dachte, vielleicht kann ich nochmal ganz kurz erklären, so was das Backend und was das Frontend ist. Vielleicht gibt es ja Leute, die haben das noch nie gehört. Backend ist so das, was sozusagen alles macht, was man nicht sieht sozusagen. Also stellt die ganzen Daten bereit und also wie Dominik das ja auch schon gesagt hat, schickt die dann sozusagen an die Website. Und ich und Yannick haben uns relativ viel um das Frontend gekümmert, was sozusagen es ist, nimmt die Daten entgegen, dort passiert dann das Spielen sozusagen und das ist so, dass es so schön aussieht und mit dem Nutzer interagieren kann. Und das kann man natürlich sozusagen auch einfach, weiß nicht, in HTML oder sowas machen. Wir haben uns aber für ein JavaScript-Framework entschieden, das heißt React. Das ist auch relativ bekannt. Und wir kannten das vorher schon so ein bisschen und haben uns dann da aber ziemlich reingearbeitet über das Wochenende und auch noch über die, bis jetzt eigentlich. Und was bei React das Praktische ist, ist, dass man nicht alles neu ausschreiben muss. Also wir haben nicht für unsere, ich weiß nicht, wie viele Fragen sind, tausende von Fragen, haben wir nicht immer eine neue Seite geschrieben, sondern sozusagen wir haben immer so Bauklötze, die wir dann immer wieder verwendet haben, sodass für uns und sehr viel Programmierarbeit abgenommen wurde. Genau, und wir haben das dann mit React gemacht, auch weil es dann halt eben den Vorteil hat, dass wir nicht jedes Mal vom Backend, also dem Server, da dann alle Daten oder die ganze Webseite uns schicken müssen, sondern uns halt eben nur jeweils die Fragen, die uns jetzt interessieren, schicken können. Und zudem haben wir uns für überhaupt eine Webseite entschieden, weil sie halt in jedem Browser läuft und damit viel mehr Leute erreicht werden, weil sie halt eben auf Handys läuft, sie läuft auf Computern und halt auf Tablets. Außerdem hat das den Vorteil, dass man mittlerweile aus Webseiten ja auch sogenannte Progressive Web Apps machen kann, die dann halt eben auch offline laufen können und da sind wir dabei, das noch zu optimieren. Und zudem ist es so, dass dieses Frontend halt sehr viel einfacher zu machen ist, als dann für jede Plattform, die wir unterstützen wollen, selber ein richtiges natives Programm zu schreiben. Ja, wir haben noch einen kleinen Joystick gebaut. Der ist vor allem praktisch, wenn man es auf irgendeiner Veranstaltung zeigen will, weil da ist es einfach praktischer, wenn man so einen Joystick jemand in die Hand geben kann, als wenn der Nutzer es halt mit einer Maus machen muss, die dann muss man dann irgendwie auf den Tisch stellen oder so. Den kann man halt einfach in die Hand nehmen. Da haben wir noch ein kleine abgeändertes Frontend gemacht, vom Aussehen her. Das sehen wir jetzt gleich. Weil dann hat man halt, man hat ja die vier Bewegungen sozusagen beim Joystick. Hoch, runter, links, rechts. Und dann, wenn man natürlich hochgeht, kriegt man jetzt in dem Fall zum Beispiel die linke, runter die grünen. Und wenn man dann, der hat noch so eine Drückfunktion, dass man den noch reindrücken kann und dann kommt man auf zur nächsten Frage.
Ja, wo läuft das Ganze eigentlich? Wir haben uns innerhalb dieser 3 Tage schon, uns wurde schon relativ klar, dass wir das Projekt auch nach der Jugendhackzeit weiter betreiben wollen. Und da haben wir angefangen, das Ganze im Internet zu hosten unter der Domain parteiduell.de. Und da hat sich in den letzten Wochen, Monaten und vielleicht sogar im halben Jahr vieles getan, weil uns war von vornherein eins klar: Wir wollen das Ganze in Deutschland hosten. Und wir wollen, dass die Daten anonymisiert behandelt werden. Das heißt, wir heben keinerlei Website-Daten, also kein Tracking, keine Statistiken und vor allem auch nicht, wer welche Antwort wann abgegeben hat, um vielleicht Rückschlüsse daraus zu ziehen, wie jetzt, also wie man politisch motiviert ist. Und was auch sehr wichtig ist, dass das Ganze relativ skalierbar ist, weil wir hatten am 7. Dezember 2019, ich habe es mir gerade nochmal aufgeschrieben, gab es das Friendly Fire 5 Event, wo Kronk einfach mal kurz in 2 Stunden unsere komplette Systeme lahmgelegt hat, weil er 2000 Leute dazu bewogen hat, 100.000 Zugriffe auf Parteiduell auszuführen. Und es hat die Systeme dann ein bisschen in die Knie gezwungen. Das heißt, was haben wir daraus gelernt? Dass wir definitiv skalierbar sein müssen und wir unsere Systeme innerhalb von weniger Zeit auf so stark machen können, dass die auch im Kronk-Livestream überleben. Ja, wie schon vorhin gesagt wurde, es hat sich viel geändert als bei Parteiduellen über die lange Zeit. Wir zum Beispiel, wir haben jetzt oben ein Einstellungsrad, oben rechts, wo wir draufklicken können und dann wird uns angezeigt, welche Wahlen ausgewählt werden. Hier sind es zum Beispiel die Bundestagswahl aus 2005, 2009, 2013 und 2017. Dann sind hier unten auch nochmal alle Parteien, die dabei sind. Und dann kann man hier unten auswählen, welchen Modus man, also dieses Aussehen der Website haben möchte. Ob man es in dunkel haben möchte, also in schwarz, oder ob man es halt in hell haben möchte. An sich hat sich aber am Spielsystem nichts geändert. Kann ja jemand anderes mal nochmal so eine These und dazu halt noch was anderes, das andere vorlesen. Genau, also wir dachten, dass wir jetzt einfach das auch nochmal spielen, um mal zu zeigen, dass selbst wir als Programmierenden darin nicht besonders gut sind und dass es gar nicht darin liegt, dass wir nicht politisch interessiert sind. Ich glaube, sonst hätten wir es auch nicht gemacht, sondern dass es einfach verdammt schwierig ist. Genau, also die These, wozu sich diese Partei geäußert hat, lautet Einführung von Volksentscheiden auf Bundesebene. Und dazu hat diese Partei das Statement abgegeben: Wir wollen direkte Demokratie auch auf Bundesebene ermöglichen. Sie kann die repräsentative Demokratie gut ergänzen. Es gibt sehr gute Erfahrungen mit direkter Demokratie aus den Bundesländern. Die öffentliche Mobilisierung zu Sachthemen bringt frischen Wind in die politische Landschaft. Wir wollen, dass die Bevölkerung in Deutschland die Möglichkeit bekommt, wichtige Sachfragen rechtlich bindend selbst zu entscheiden. Ein wirksamer Minderheitenschutz ist dabei für uns selbstverständlich. Und ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Aber das sind natürlich auch immer sehr spezifische Sachen. Und auch wenn ich persönlich denken würde, dass ich relativ gut politisch informiert bin, bin ich mir natürlich nicht sicher, welche Partei was zu Volksentscheiden auf Bundesebene zur Bundestagswahl 2013 gesagt haben. Aber vielleicht hat dazu ja jemand anders von uns mehr Ahnung oder hat mal Lust zu raten. Also ich würde vielleicht sagen, dass es die Grünen ist, weil die, soweit ich das mitbekomme, der so Volksentscheiden doch offen gegenüberstehen und dass die ja auch immer so Minderheitenschutz für sehr wichtig halten. Das könnte aber natürlich auch auf die Linke zutreffen. Also ich würde auch die Grünen sagen. Also jetzt nur mal tippen. Ich weiß es nicht. Dann würde ich sagen, Dominik, dann klick doch mal die Grünen an. Okay, das war jetzt richtig. Aber die Sache ist zum Beispiel, vielleicht sehen wir das gleich nochmal, wenn man eine Frage falsch beantwortet, dass ja die Parteien oft eine ähnliche Ansicht haben, sie aber ganz anders formulieren und andere Wortwahl nutzen. Und das war auch was, was uns sehr interessiert hat. So wie kann ich anhand der Rhetorik vielleicht eine Partei zuordnen? Kann ich das überhaupt? Ist das möglich? Und so ein bisschen darüber reflektieren, ob man Parteien überhaupt unterscheiden kann. Genau, ich würde jetzt mal das nächste Statement machen und die nächste These. Die These, die der Wahl-O-Mat angegeben hatte, war:
Alle Kinder sollen ungeachtet ihres kulturellen Hintergrundes gemeinsam unterrichtet werden. Und dazu hat sich eine Partei positioniert wie folgt. Die Kultusministerkonferenz hat vor einigen Jahren bereits eine Studie veröffentlicht, der zufolge bereits ein 20-prozentiger Ausländeranteil in einer Schulklasse zu einer drastischen Abnahme der Lernqualität für alle Schüler und des mittleren Leistungsniveaus führt. Daher sollten kulturfremde Ausländer und Deutsche bzw. Europäer in getrennten Schulklassen unterrichtet werden. Ich würde mal behaupten, dass das die NPD ist. Das klingt extrem rechts. Genau, ist ja. Warum nicht die AfD? Ich glaube, 2013 war noch nicht so AfD. Ja, klingt logisch. Und es klingt dann doch noch mal sehr viel rechter als die sowieso schon sehr rechte AfD. Dann wählst du ja NPD aus. Ist wieder richtig. Hatten wir Glück. Ja, gut. Wir können auch versuchen, dass wir jetzt einfach nächste Frage irgendwie falsch hinkriegen, damit wir auch ein falsches Beispiel haben. Aber. Also, weil eigentlich ist es nicht so, dass wir die Fragen immer richtig beantworten. Normalerweise ist bei uns auch sehr viel falsch, es ist sehr viel raten und da war ich jetzt mal relativ Glück dabei, würde ich sagen. Genau, und das ist ja auch genau das, was wir zeigen wollen, dass es uns eigentlich nicht gut erraten kann und dass vor allem viele Parteien, die sich so in der politischen Mitte finden oder eigentlich überall, sehr ähnliche Sachen ja auch haben und dass man vielleicht zweimal darüber nachdenken sollte, so weiß ich überhaupt, was die Partei vertritt, die ich wähle. Ja, also weitere Informationen zum Projekt, auch das gesamte Projekt könnt ihr auf GitHub finden. Da sind wir unter Parteiduell einfach zu finden, unter github.com/parteiduell. Und wenn ihr halt mitentwickeln wollt, Fehler findet, könnt ihr uns gerne irgendwie auf GitHub einen Push-Request schicken oder halt ein Issue, eine Fehlermeldung aufmachen. Das war unsere Präsentation vom Parteiduell.